Ja, das hat ja jeder gesehen. Ich meine, an der mangelnden Chancenverwertung. Wir haben den klar beherrscht, den Gegner, von ersten bis zu 35. Minute. Der erste Torschuss von Erkenschwick geht ins Netz. Da hatten wir schon ein halbes Dutzend gute Chancen, mindestens vier Hochkaräter. Und da hätten wir in Führung gehen müssen. Und wenn man die Tore vorne nicht macht, das ist nun mal eine Weisheit, dann kann das passieren, dass du mal hinten einen reinbekommst. Und in der zweiten Halbzeit haben wir noch ein bisschen mehr investiert, noch ein bisschen mehr offen gemacht und hatten ja gleich zu Beginn die ganz großen, dicken Chancen von Westerhof und Konde zum Ausgleich und machen wir nicht. Und dann passiert dann eben noch irgendwie ein dummes Eigentor zum 2-0 und ja, schade. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, hat dann versucht noch weiterzumachen, das 2-1 gemacht und dann der Elfmeter, ja gut, das war dann der Genickbruch. Natürlich super happy. Ja, wir haben ja. Ja, mir fehlen gerade die Worte, weil meine Jungs haben es echt im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht. Wir haben eine Drangphase überstanden in der ersten Halbzeit, wo wir wussten, dass DC Van Eickel halt kommen muss. Sie wollten auch die erste halbe Stunde diesen Derby-Sieg, wollten sich mit dem Sieg gegen uns natürlich befreien aus dieser Negativserie, aber uns hat es so viel interessiert, wie als wenn Afrika jetzt eine Skilanglauf-Staffel stellt. Wir haben uns auf unser Spiel vorbereitet, wir haben uns auf uns konzentriert und haben es dann am Ende gnadenlos durchgezogen. Ja, die nicht heute, wir haben jetzt die vierte Niederlage im April. Das war eigentlich, sollte der goldene April werden. Das haben wir schön in den Sand gesetzt. Also, das ist schon eine Tragödie eigentlich, weil da ganz widrige Umstände oder viele Umstände eine Rolle spielen. Verletzungen, Schusspech, Schiedsrichterpech und also die Summe, die würde hier den Rahmen sprengen. Ich könnte da jetzt eine Analyse starten, aber nichtsdestotrotz muss man einfach die Moral nochmal hervorheben. Wir haben heute wirklich gefightet, haben den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Haben aber unsererseits eben die notwendigen Fehler gemacht. Sprich, wir haben vorne Fehler gemacht, das Tor nicht zu treffen und hinten Fehler gemacht, die Tore reinzulassen. Richtig, wir genießen jetzt den Moment, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber du merkst, ich bin gerade voller Adrenalin, ja, ich bin super happy, also wirklich. Van Eickel hat richtig Qualität, aber wir haben diese Qualität genommen durch unsere Art und Weise zu spielen. Ja, wir waren gallig gewesen, wir waren griffig gewesen nach der ersten halben Stunde, muss ich auch dazu sagen. Da kann das in die andere Richtung gehen. Aber nochmal, wir stehen da oben zurecht und das haben wir heute untermauert. Ja, wir gucken erstmal jetzt, dass wir ein bisschen Moral und Psyche aufbauen. Wir spielen schon am Sonntag gegen Fintrop, spielen dann gegen Resse und dann gegen Holzwickede. Da sind also noch zwei Spiele dazwischen. Und ich denke mal einfach, dass wir mit der Einsatzbereitschaft, mit dem Spielverständnis und Spielwitz wie heute auch weiterhin noch punkten können. Jetzt sind einige Spieler wieder an Bord und das hat man heute auch gesehen. Und deswegen bin ich jetzt nicht so pessimistisch. Also solange da alles noch drin ist, sollten wir sehen, dass wir da auch unsere Punkte holen. Heute hat es nicht gereicht, weil einfach wir mehr Pech hatten als Glück. Das, was wir in der Hinrunde teilweise hatten, dass wir ein bisschen mehr Glück hatten, das haben wir heute nicht gehabt. Wie du gerade gesagt hast, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen wird Abschlusstraining sein locker, Samstag frei und Sonntag erwartet uns ein Mega-Brocken mit dir Kassel.